Willkommen hier aus München. Wir sind mal wieder im Schwimmbad und haben zwei Handys von Sony hier, das Z3 und Z3 Compact. Beide sind IP68 geschützt, heißt 1,5 Meter unter Wasser. Ich glaube, das wird eine halbe Stunde mitnehmen und hier auf Kinderbecken, wo ich mich immer natürlich aufhalte, hat 1,10 Meter, genau auf dem Ende und hinten 80 cm bis der Fuchs gerade. Und wir haben gerade ein Sample-Video mit dem Z3 gemacht, wo wir das einfach hier sogar mit nassen Fingern bedienen können, die links. Wir sehen, ich habe echt nasse Finger. Und wir können das wirklich tatsächlich komplett auf den Boden legen. Wir könnten das jetzt eine halbe Stunde lang unter Wasser viel klar filmen, wenn wir spannender sein wollen. Sind natürlich nicht, sondern wir haben den Fuchs hier vorne vorhin aufgenommen, wie auch schon. Weil ein Foto unter Wasser könnt ihr wirklich tatsächlich einfach den Auslösetopf drücken und dann Fotos machen oder Videos machen oder auch hinter dem Kasten deaktivieren und trotzdem den Knopf dann zum Foto machen benutzen. Die Funktion hat zusammen sind zum Beispiel gar nicht, der Moment, man dediziert den Kameraknopf, aber auch wasserdichte Handys mittlerweile mit dem S5 Mini und dem S5. Aber Sony, bessere Kamera, schöneres Design und ja, schaut euch weitere Testvideos dann nochmal an. Und zum Z3 Compact machen wir noch ein Video. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das geschaut habt, auch vergessen, nicht zu abonnieren.